Ich habe noch nie so was Erbärmliches. Also die Theorie ist folgende, oder das, was ich jetzt gehört habe, was die genauen Details des Unfalls ich glaub, waren. Ich glaube, wir müssen uns da jetzt reinstellen. War, dass links abbiegen und der B402 einer einen Anhänger hatte, den irgendwie nicht richtig fest oder so. Ja. Dann der Anhänger in zwei LKWs oder einen in einen LKW und dann der andere LKW auch noch rein und so. Und dann standen die da halt rum und ja. Krass. Das war wohl schon relativ crazy und hat dann deswegen, um jetzt für das Video den Kontext zu schließen, dafür gesorgt, dass ich nicht in Hannover angekommen bin um 13.45 Uhr, sondern wir jetzt 17 Uhr noch was haben. 17 Uhr. 17 Uhr. Und er mich jetzt hier auf der Autobahn quasi abgeholt hat. Und wir jetzt erst unseren Weg zur Laden antreten. Was sportlich ist, weil wir wahrscheinlich erst so um 9 da sind oder so. Keine Ahnung. Also 8. Also dadurch, dass wir uns ja jetzt einen Weg erstmal auf eine freie Hälfte der Autobahn bahnen müssen. Und dann wollen wir auch noch essen. Und essen, tanken muss ich wahrscheinlich auch noch. Ah, ja, also ich glaube, die Jungs sollten wohl nicht lange Bier trinken, sondern langsam anfangen Halo zu spielen, weil sonst ja, wird sportlich für die. Also auf der einen Seite bin ich froh, endlich was zu essen, auf der anderen Seite finde ich schade um die verlorene Zeit, aber das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Jetzt musst du genießen, ja, den genüsslichen, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Sieht sehr heroisch aus, weil du so von der Sonne von hinten angestrahlt wirst. Das ist eine lange Reise, wir tanken, was tanken wir überhaupt? Diesel. Oh boy. Darf man das noch öffentlich sagen? Dieses Wort überhaupt. Darf man das noch öffentlich sagen? Dass die das überhaupt noch verkaufen? Wir würden noch nicht alles rausholen, ne? Oder? Ja, wir wissen nicht, wo. Ja, komm, wir rufen die jetzt erstmal an. Jo. Hallo. Hallo. Wir stehen jetzt hier irgendwo in der Nähe, glaube ich. Ja, warte, ich komm raus. Okay, cool. Danke, Holi. Jo. Oh, da hinten haben wir doch einen. Doch bei der Leuchtreklame. Oh, cool, da legen wir mal auf. Guten Tag. Moin, Benni. Ja? Schönen guten Tag. Ja, das ist ja schön. So. Gut. Ja, geil. Wir müssen jetzt erstmal dokumentieren. Sein. Guten Tag. Guten Tag. Das ist Hugo. Ich hab's gesagt. Wir müssen Martin. Jawohl. Servus. Hi. Ich nicke. Soll ich irgendwas tragen? Hier, nimm dieses Stück Plastik. Trage es. Ja, aber lass es nicht fahren. Er wird es lieben. Ich will mal nicht die ganzen Leute reinfahren, weißt du? Ja. Reinspaziert. Alter. Dankeschön. Guten Tag. Geil. Wow, Alter. Jetzt echt ab. Wie ist denn ihr Befinden? Soweit ganz gut. Ein bisschen zerknittert, aber jetzt nicht so. Ein bisschen zerknittert. Ja. Jetzt gerade so ein bisschen. Weil es auch nicht so richtig weitergeht. Du hast natürlich auch nicht bei Sumo gewonnen. Doch, ich habe eine Runde bei Sumo. Ja, eine Runde, aber du. Ja, es wurde ja nicht zu Ende gespielt. Und jetzt sitzen wir hier und keiner kann sich entscheiden. Also GVA. Gleich spiele ich eine Runde, keine Ahnung. Halo 2 Kampagne alleine oder irgendwie sowas. Wie hat Leo in der große Gatsby gemacht? His smile was one of those rare smiles that you may come across 4 or 5 times in life. It seemed to understand you and believe in you just as you would like to be understood
and believed in. Wir sind reizen Mann. Ich hab noch nie so was Erbärmliches. Oh Mann, der macht so. Der guckt. Of the hill. It's good to be the king. Content kreieren. Content kreieren, es geht einkaufen. Wow. Wow. Ja. Also jetzt als Musik ausmachen, nicht, dass du sofort gebannt wirst. Was? Stimmt, die Musik wieder ausmachen, damit die GEMA nicht wieder strikt. Striked. Striked. Strike die euch. Die Schärfe so schlecht sehen, wenn ich die Sonnenbrille auf habe. Aber du bist scharf. As always. As always. Aber du bist scharf. Always scharf. Hier ist dieser Kackhügel. Das war übrigens mal eine russische Kaserne, bin ich erklärt. Ah, das hier war. Wir sind hier gestern rumgefahren und dann so, okay, das sieht alles so ein bisschen zwielichtig hier aus. Ich weiß noch, wir müssen durch Großenhain durch und auf der anderen Seite wieder raus. Okay. Also wohin da? Nach links. Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Ich fand das schlecht, ja. Ohne mich hätte ich das gar nicht gefunden. Ja, aber wir mussten auch zweimal falsch und wo rein. Was keiner auf Kamera hat. Schade. 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 Aber drei Worte, Leute, sprechen gegen einen. Wie fanden Sie die Volleyball-Experience? Ja, war ganz witzig. Schön, dass wir es gemacht haben. Es war jetzt nicht sehr profimäßig, aber war schön. Geht nach draußen, spielt Volleyball. Ah ja, geil. Wir werden gerade kriminelle Machenschaften vollzogen. Ey, das ist. Nee, ich sehe mich mehr als Glücksengel. Als Ritter des Glücks in meiner ewig währenden Mission. Ein Freund zu dem zu führen, was. Aber steht, dass die Gesichtserkennung erst noch nicht mal geht. Hat das geklappt? Ich glaube, beim Konsolen-Neustart ist. Ah ja. Ich war wie hier. Du hast ja ein Video gemacht, ja. Das ist dann das LAN-Highlight. Also krass hochgeladen. Ein paar Sekunden später. Alter, ist das euer Ernst, ihr Spasten? Das ist euer Scheiß Ernst? Das Team ist doch viel cooler, oder? Ey, Lappen ist jetzt euer Ernst. Oh nee, ich will das nicht. Gratuliere. Welcher Fotzi-Knecht von der Kleine? Das hat hier komisch geleckt. Das ist irgendwie was. Das ist von der Alena-Gruppe gesprungen. Das muss irgendwie übertragen haben, komisch. Ich meine, ich habe das mit Benny schon gesehen, aber wir wussten jetzt nicht, ob das so ist oder nicht. Aber als du damals. Meine Kauin hat die ganze Zeit gesagt, den heißen Namen kannst du nicht ändern. Kann ich eigentlich meinen Namen wieder zurückändern? Also fällig wurde das im Blog. Hier sehen wir nun das Turnier erneut. Ich frage mich aber gerade, warum die jetzt vorne. Und wer ist denn dann Special Guest? Und kommt einfach einer aus dem anderen Team rein? Ja, was malt ihr euch für Chancen aus gegen Team Sick?
Und wir spielen zum Spaß. Es geht ja um nichts. Gut gespielt, Paul. Das sagen nur Verlierer. Das direkt ausgebremst. Oh, okay. One shot. Immer noch unten. Hab ich nochmal getroffen. Der ist bottom blue, glaube ich. Jetzt ist einer beim Snipe, blue Snipe. Und das hier rausspulen. Hab ihn. Der andere kommt von der Plätt. Nein. Nice. Alter! Das ist gut! Dieser instant Emotionen-Switch, zuerst so wütend und dann alles gut. GG! Oh. Schon wieder so intens. Oh, der Feuertoll. Wie so ein Penner. Der Obdachlosen-Modus. Der hat einfach keinen Sinn für Kunst, wisst ihr das? Oh, das ist ein bekanntes Problem bei dem Baujahr, ne? Das ist der Obdachlosen-Blues. Obdachlosen-Blues. Die sind gar nicht so laut, wie ich dachte. Ja, ihr pustet ja auch rein. Wenn du so ein Kleinkind man muss das gefühlvoll machen. Du kannst die Kunst ja nicht erzwingen, außer als Schlagzeug. Halt das Ding mal in den Wind. Das hat dann Gefühl. Wir haben nicht gewonnen. Mal wieder nicht. Warum? Wir haben nicht gewonnen. Ja, warum haben wir nicht gewonnen? Du bist schuld, du Affe. Das war nämlich auch, danke. Ja, Scheißdreck, echt. Hier diese Schmach auf Sanctuary, ja, das hätten wir uns sparen können. Habt ihr eure knapp. Schuld zu schieben jetzt auf der Kamera? Ja, er ist schuld. Sitzt er die ganze Zeit, wollte ich Halo Wars 2 spielen? Ja, weil ihr seit zwei Tagen sagt, Mensch, wir müssen mal Halo Wars 2 spielen, Mensch, wäre das cool. Seit zwei Tagen, wir sind seit gestern hier. Das ist das Finale, hier geht's um was. Um den dicke Bus. Hallo, hier geht's um eine Flasche Hugo. Hey, wir haben verloren. Hey! Oh, erstes Match verloren. Ja, vier Kills. Beziehungsweise wenn wir hier, hey, ja, hey. Ja, alle marschieren. Oh. Hast du toll gemacht, Paul. Ganz so können sie jetzt. Hey. Ist zu los. So, und jetzt bücken, ich hol die Ladenwurst. Ja, aber enttäuschend wenig Euphorie jetzt, dafür, dass ihr jetzt das ganze Turnier gewonnen habt, ja. Also, Fans müssen ausrasten. Final Mealtime. Das heißt Nudeltime. Ja. I don't have, ich hab nichts zum Greifen. Hi. Oh Mann. Da hat er uns erwischt. Oh Mann. Was heißt denn oh Mann? Oh, hier sitzt noch Brötchen. Hier wird Geschichte dokumentiert. Ja klar, hier zum Beispiel das Lehrgut. Zum Beispiel. Kirius Ishma packt seine Sachen. Ja. Natürlich wäre der beste Winkel. Was ist denn jetzt los hier? Gut. Wir wollen euch auch nicht zu sehr stören, aber wir verabschieden uns. Ja, komm, ja, hört rein. Macht's gut. Ja. Gut, bitte bis zum nächsten Mal. Für die Einladung und so, ne? Auf jeden Fall. Super geile Location, super geil, ja. Das ist alles so. Diesen Grip. Ich sag euch eins: guckt mal ins Stream, ja? Ja, ja. Hey, Shoutout. Da ladet natürlich wieder Zeit und Schleife uns. Ja, ja. Okay, ja. Cool. Gut, dann bis bald. Dann haut rein, Kinder. Haut rein. Ciao. Gute Heimfahrt. Ciao. Danke, gut. Danke. Genau. Ich hasse sowas immer, wenn man weit weg ist, wenn man so viel zu packen hat und dann hat man immer das Gefühl, dass man was vergisst. Das ist ärgerlich. Genau jetzt kommt natürlich. Ah ja, klar. So. Alright, let's do this. Drive home. Macmillan Audio presents Halo, Contact Harvest by Joseph Staten. Read for you by Holter Graham and Jen Taylor.
Oh mein Gott! Das ist ja ein krasses Space Game. Ein Halo-Hörbuch. Fühlt man sich, als wäre man in so einem Broadsport und fliegt und mit einem Forerunner-Schiff. Wir haben gerade Crysis 2, aber man muss festhalten, für die Nachwelt, es sind 26 Grad. 26 Grad? Am 8. April. Ja, das ist... Das ist crazy. Ich weiß gar nicht, was los ist gerade. Es ist aber geil. Es ist richtig nice. Haben uns schon einen Milchshake geschlürft. Schön in der Sonne, das ist das perfekte Wetter, die perfekten Temperaturen. Man schwitzt nicht, aber es ist warm, es ist schön. Und ja gut, wenn die Leute das sehen, dann ist es wahrscheinlich schon wieder scheiße und regnet. Sonst hätte ich gesagt, geht nach draußen und nutzt die Zeit. Aber es ist leider kein Livestream. Weil ja, Halo ist zwar schön und gut. Halo war auch auf der LAN schön und gut, aber es war trotzdem Zeit für Volleyball. Ja, Beachen. Und aber man muss festhalten, es war eine geile LAN. Alle hatten Spaß. Ja. Gerne wieder. Auf jeden Fall.